Willkommen zum siebten Lauf des European Truck Racing Championship in Belgien. 1963 öffnete der Circuit Zolder seine Pforten. Der heute 4 Kilometer lange Traditionskurs in der Region Limburg hat in seiner ruhmreichen Geschichte schon viele spannende Rennen gesehen. Ebenso spannend auch die Ausgangslage in der Europameisterschaft der Renntrucks. 13 Punkte trennen die Titelkontrahenten Jochen Hahn und Adam Latzko nach 6 von insgesamt 9 Saisonläufen. Bei seinem Heim-Grand Prix in Tschechien konnte Latzko seinen Punkterückstand auf Hahn nicht verringern. Der Druck für Latzko wächst, wenn er noch Meister werden will. Ich denke, Most war sowohl für mich als auch für Jochen gut. Wir kamen mit 13 Punkten Rückstand nach Most und danach ist es der gleiche Abstand. So als wäre dort gar nichts passiert. Wir werden nun sehen, was hier in Zolder passiert. Zolder ist eine schöne, alte Rennstrecke, die ich sehr mag. Ich bin gespannt, wie wir hier ins Ziel kommen werden. Für den Deutschen Jochen Hahn läuft momentan also alles nach Plan. Doch der Erfolg fällt ihm nicht von alleine in den Schoß und ist das Ergebnis harter Arbeit. In der Sommerpause haben wir viel getestet. Wir wussten vorher, dass wir etwas mehr Geschwindigkeit in den Rennen und Zeittrainings benötigen. Wir haben etwas gefunden. Ich bin sehr glücklich. 13 Punkte Führung. Nun liegt es in meiner Hand in den nächsten Rennen. Am Ende ist es doch so, wenn ich nach Le Mans mit einem Punkt in Führung liege, bin ich der Meister. Während alles danach aussieht, dass Hahn und Latzko die Meisterschaftsentscheidung unter sich ausmachen, ist der dritte Tabellenrang noch hart umkämpft. Norbert Kisch holte sich bei seinem Heimrennen in Ungarn die dritte Meisterschaftsposition zurück. Seine Punktausbeute in Tschechien war jedoch nicht wie gewünscht. In der Tschechischen Republik hatte ich ein schwieriges Wochenende. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Zudem kam uns die Streckencharakteristik nicht gerade entgegen. Somit haben wir ein paar Punkte auf René verloren, sind jedoch weiterhin in der dritten Position. Auch Zolder ist für uns eine Herausforderung. An manchen Stellen habe ich Vorteile, doch auch hier ist die Streckencharakteristik schwierig. Ich glaube nicht, dass das Wochenende leicht wird. René Reinhardt fährt die stärkste Saison seiner Truck-Karriere. Sein Aussetzer beim Ungarn-Rennen hat ihn wichtige Meisterschaftspunkte gekostet. Für den belgischen Truck Grand Prix ist er optimistisch gestimmt. Actually, I like Zolder. Ich mag Zolder. Es ist wirklich eine schöne Strecke. Du brauchst einiges, um erfolgreich zu sein. Am Ende auch ein wenig Glück und du weißt nie zuvor, was passieren wird. Direkt im Windschatten von Kisch und Reinhardt liegt Anthony Janiek. Ebenfalls 11 Punkte beträgt sein Rückstand. Ich bin nur 11 Punkte hinter René Reinhardt. Das ist eine gute Ausgangsbasis hier in Zolder. Ich möchte ein Rennen hier gewinnen, um den dritten Platz in der Meisterschaft zu holen. Auch hinter der Spitzengruppe waren die bisherigen Rennen der Saison 2016 von packenden Kämpfen und Spannung geprägt. Beim Kampf um die Superpole zeigt sich zum ersten Mal das wahre Kräfteverhältnis in Zolder. Wie erwartet bestimmen Hahn und Latzko das Geschehen mit kleinem Vorteil für Latzko, der eine Zehntelsekunde schneller den Kurs umrundet als Hahn. Doch so ganz glücklich mit der Pole Position wirkt er nicht. Beim Start ist hier eventuell der zweite Platz der bessere. Wir werden das morgen Abend sehen. Es wird auf jeden Fall interessant. Doch mehr wissen wir erst morgen Abend. Das Meisterschaftsduell Latzko gegen Hahn findet in Zolder seine Fortführung. Somit in der vordersten Startreihe beim ersten Rennen. Latzko auf der Pole Position, Hahn daneben. Ich bin in der ersten Reihe auf der zweiten Position und brauche jetzt nur einen brillanten Start und dann mal schauen, was passiert. René Reinhardt war schnell im Qualifikationstraining unterwegs. Für ihn somit Startrang 3 daneben, Anthony Janiek. Dritte Startreihe Stefanie Halm neben Norbert Kisch. Der ist bestimmt mit der Ausgangslage nicht ganz zufrieden.
Yeah, not really happy about it. Ich bin nicht wirklich zufrieden. Die Streckencharakteristik ist sehr schwierig und passt nicht zu unserem momentanen Gesamtpaket. Die Einführungsrunde läuft. Vor der langen Start- und Zielgeraden schert der Pace Truck ein. Das Feld in Formation, die Ampel auf grün und die Frage, wer als Führender durch die erste Kurve geht. Latzko nutzt die Pole Position, bleibt in Front, die Meute hinter ihm. Janiek und Kursim flügen durchs Kiesbett, wirbeln eine Menge Staub auf. Hahn und Latzko liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Duell. Im Streckenabschnitt Lucien Bianchi-Bocht geht Hahn auf der Innenseite vorbei und übernimmt die Führung. Dahinter gerät René Reinhardt in Probleme. Ihm fehlt Endgeschwindigkeit. Er wird von Halm, Körber und Janiek durchgereicht. In der kleinen Schikane fährt ihm Kisch in die Seite und er muss über den Körb fahren. Am Ende der ersten Runde somit folgende Reihenfolge. Hahn vor Latzko, dahinter Halm, Janiek und Körber im Kampf und dahinter Kisch. In den folgenden Runden sind Hahn und Latzko nahezu gleich schnell unterwegs. Keiner der beiden kann sich einen nennenswerten Vorteil herausfahren. In der vierten Runde kommen René Reinhardt und John Hemming in die Boxengasse. Für Reinhardt ist das Rennen frühzeitig beendet. Ich hatte ein technisches Problem mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer. Mein Truck war nur 140 km/h schnell. Nicht genug, um das Rennen zu bestreiten. Normalerweise fahren wir 160. So musste ich das Rennen aufgeben. An der Spitze sind Hahn und Latzko weiterhin dicht zusammen. Die Meisterschaftsaspiranten fahren einmal mehr in einer eigenen Liga. Steffi Halm auf Platz 3 schafft es nicht, das Tempo der Spitze mitzugehen. Anthony Janiek hat Gerd Körber im Nacken. Doch der Iveco-Pilot hat bisher noch nicht das richtige Mittel gefunden, um am Franzosen vorbeizukommen. Auf den weiteren Plätzen Norbert Kisch etwas farblos auf Rang 6, Sascha Lenz auf 7 und Jerzy Forman auf 8. Die Schlussphase des Rennens. Latzko direkt im Heck von Hahn. Erste Versuche, ihn in einen Fehler zu zwingen. Doch der dreimalige Europameister mit all seiner Erfahrung lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Vorletzte Runde, Villeneuve-Schikane. Latzko spät auf der Bremse, fährt auf Hahn auf. Der MAN geht durchs Kiesbett. Hahn kommt jedoch schnell wieder auf die Strecke und gewinnt in dieser Situation sogar noch wichtige Meter Abstand auf seinen Verfolger. Diese Lücke reicht dem Tabellenführer, um nach 12 Runden in Front liegend über die Ziellinie zu gehen. Das erste Rennen in Zolder geht also an Hahn vor Latzko und Halm. Im Kampf um die Meisterschaft wächst die Führung von Hahn um 5 Punkte an. 18 Zähler trennen die beiden Kontrahenten um den Titelgewinn nun voneinander. Ich war 10 Runden in Führung, danach kam Adam und attackierte mich. Das Gute war, dass bei ihm ein Rad beim Bremsen blockierte und er mir einen Schubser gab. Ich musste geradeaus durch die Schikane fahren. Danach hatte ich eine große Führung. Also muss ich mich bei Adam noch für die Berührung bedanken, die zum Sieg führte. Das Rennergebnis in Tabellenform. 4. Platz für Anthony Janiek, Gerd Körber auf Platz 5 vor dem 6. platzierten Norbert Kisch. Sascha Lenz und Jerzy Forman landen auf Platz 7 und 8 und bilden damit im zweiten Rennen dank umgekehrter Startreihenfolge der ersten 8 die erste Startreihe. Zwei Youngsters ganz vorne im Grid. Pole Position für den nur 22 Jahre alten Jerzy Forman. Neben ihm der 29-jährige Sascha Lenz. Das wird ein sehr hartes Rennen hier. Die Strecke ist wirklich sehr herausfordernd. Ich hoffe, dass ich den Start gewinne und dann schauen wir weiter. Die nächste Startreihe. Norbert Kisch auf Rang 3 und neben dem Ungarn der Routinier Gerd Körber. Anthony Janiek und Steffi Halm teilen sich die dritte Startreihe. In Reihe 4 stehen zwei, die nicht lange so weit hinten zu finden sein werden. Adam Latzko und Jochen Hahn. Wir stehen nun in der vierten Reihe und müssen beobachten, was da vorne passiert. Ich werde versuchen, nach vorne zu kommen. Wir werden sehen, ob das möglich ist oder nicht. Das Feld
hinter dem Mercedes-Benz Pace Truck. 12.000 PS und schier endloses Drehmoment. Die Einführungsrunde läuft, die Spannung steigt, die Formation wird eingenommen. Startfreigabe, die Youngsters im Duell um die Führung. Lenz und Vormann Tür an Tür, Körber dahinter in Beobachterposition. In der ersten Linkskurve ist Lenz ein paar Zentimeter in Front. Dahinter kracht es, Norbert Kisch fährt in den Truck von Gerd Körber, der landet im Kies. Lenz setzt sich in Führung, im Hinterfeld enge Positionskämpfe. Latzko geht an Janiek vorbei und übernimmt damit bereits den 5. Platz. In der Villeneuve überholt auch Hahn den Franzosen und hat damit wieder Anschluss an seinen Titelkonkurrenten. Nach der ersten Runde heißt es also Lenz vor Vormann, Kisch, Halm, Latzko und Hahn. Von der letzten Position aus gestartet ist René Reinhardt bereits bis auf den 7. Platz vorgefahren und zieht auch an Janiek vorbei. Lenz und Vormann haben jeweils ein wenig Luft nach hinten. Es folgt die Vierergruppe Kisch, Halm, Latzko und Hahn. Steffi Halm auf Platz 4 gerät unter Druck. Latzko will vorbei und sucht sich seinen Weg. Wird fündig, neuer Viertplatzierter. Sascha Lenz an der Spitze setzt sich ein wenig ab. Vormann kann sein Tempo nicht mitgehen. Hinter ihm ist sein Teamkollege Latzko weiter auf dem Weg nach vorne. Greift Kisch an. Keine große Gegenwehr des Ungarn. Er lässt Latzko ziehen, der nun auf der 3. Podiumsposition liegt. Vor Latzko nun sein Teamkollege Vormann. Er wird mit Sicherheit keine große Gegenwehr zeigen. Weiß er doch, um was es bei Latzko geht. Vormann lässt Latzko wie erwartet passieren. Er hat nun seinen Teamkollegen und den Mercedes von Kisch als Puffer zu Hahn. Doch nicht lange. Erst ringt Hahn Kisch nieder. Dann zeigt er anschließend auch Vormann, wie wichtig Erfahrung im Motorsport ist. An der Spitze also Lenz vor Latzko und Hahn. Zeitgleich ein Fehler von Vormann. In der Jackie X-Bocht muss er durch den Kies. Das ruft Reinhardt auf den Plan, der mit einer der stärksten Performances des Jahres vom letzten Startplatz bereits in der Spitzengruppe unterwegs. Reinhardt nutzt den Geschwindigkeitsüberschuss und fährt vor auf Position 4. An der Spitze wird das Finale eingeläutet. Lenz gegen Latzko, MAN gegen Freightliner, Youngster gegen Titelanwärter. In der vorletzten Runde ist es soweit. Das Rennen hat einen neuen Führenden, Adam Latzko. Jochen Hahn ist zu weit abgeschlagen, um die Podiumsplatzierungen noch einmal durcheinander zu bringen. Somit sieht der Brogira Freightliner mit der 55 als erster die schwarz-weiß karierte Flagge. Nach einem starken Rennen wird Sascha Lenz auch mit Platz 2 zufrieden sein, Dritter Jochen Hahn. Sascha Lenz mit seinem besten Ergebnis in dieser Saison. Nun trennt ihn nur noch eine Stufe zum ersten Sieg. Platz 2 ist für mich sehr gut. Mein Team ist wirklich glücklich. Ich hoffe, dass es beim nächsten Rennen so weitergeht. Die Sektkorken knallen zum zweiten Mal an diesem Nachmittag. Mit René Reinhardt fühlt sich einer auch auf dem 4. Platz wie ein Sieger. Zu Recht nach dieser Aufholjagd. Teamkollegin Steffi Halm wird 5. Als 6. kommt Janiek ins Ziel. Während die ersten Zuschauer die Rennstrecke nach diesem spannenden Renntag verlassen, herrscht im Truckercamp beste Stimmung. Viele spektakuläre Trucks haben den Weg nach Zolder gefunden. Für sie wird es ein aufregender Abend bei der Truck-EM. Auf den Campingplätzen erwacht das Leben. Die Fans strömen zurück zum Circuit Zolder. Dort stehen zwei weitere Rennen auf dem Programm. Die Renntrucks sind schon bereit. Doch bevor sie losgelassen werden, wagen wir einmal einen Blick hinter die Kulissen. Die spektakulären Trucks des FIA European Truck Racing Championship sind alles andere als serienmäßig.
Der für die ETRC verantwortliche technische Kommissar der FIA, Carlos Barosch, erläutert, wie sich ein Renntruck von seinem Straßenpendant unterscheidet. Wenn man den Truck sieht, gleicht er sehr einem normalen Straßen-LKW. Die Fahrerkabine ist eine Rennkabine. In der Front haben wir Verstärkungen für Rennkontakte. Außerdem befindet sich in der Kabine ein umfangreicher Überrollkäfig, um den Fahrer bei einem Unfall zu schützen. Wir haben hier ganz spezielle Sicherheitssitze mit einem 6-Punkt-Gurtsystem. In normalen LKWs haben wir den Motor vorne. In diesem Renntruck befindet er sich dagegen hinten. Serientrucks haben 500 bis 600 PS. Dieser Renntruck hat bis zu 1000 PS. Zurück zum Tagesgeschehen. Jochen Hahn gegen Adam Latzko. Das Duell bestimmt die Saison 2016. Es ist von Respekt und weitestgehend auch von Fairness auf der Strecke geprägt. Der Alt-Champion gegen den Emporkömmling. Sie und ihre Kollegen sind die Helden der Fans. Und zum Anfassen, Motorsport, wie er sein soll. Ein offenes Fahrerlager, keine Geheimniskrämerei hinter Sichtschutzwänden. Wir genießen das sehr hier. Ein großartiger Tag, tolles Wetter, eine klasse Rennstrecke, beeindruckende Trucks. Wir haben viel Spaß hier. Die obligatorische Autogrammstunde immer gut besucht. Das Fanvillage, ein Hotspot im Fahrerlager. Dunkle Wolken über der Rennstrecke von Zolder beim Zeittraining. Hahn und Latzko im Zeitduell. Thomas Robinho rollt neben der Strecke aus. Die Session ist für ihn beendet. Latzko fährt die schnellste Rundenzeit. Doch hinter Position 2 von Hahn steckt Berechnung. Ich glaube, ich habe die Geschwindigkeit, aber es ist meine Strategie, von Startplatz 2 aus ins Rennen zu gehen, weil die Position besser ist. Wenn ihr einfach gut startet, you are in front. Latzko und Hahn also in Startreihe 1. Dritter Startrang für René Reinhardt, neben ihm die Teamkollegin Steffi Halm. Im Meisterschaftsduell zwischen Reinhardt und Kisch kann sie ihrem Kollegen im Rennen einen großen Dienst erweisen. Sie muss Reinhardt, den amtierenden Champion, nur so gut wie möglich vom Hals halten. Es ist wichtig für mich, die vierte Position zu halten und Norbert und Gerd nicht vorbeikommen zu lassen. Kisch also hinter der Reinhardt Racing Front. Es wird ein schweres Unterfangen für ihn, zwischen dem Duo hindurchzubrechen. Ich habe meinen Fokus mehr auf Gerd und Anthony hinter mir. Ich muss erst mal vor ihnen bleiben und dann sehen wir, wie das Rennen weitergeht. Doch ich glaube nicht, nach vorne kommen zu können. Gerd Körber komplettiert die dritte Startreihe. Sittsam und geordnet geht es beim Start zum dritten Rennen des Wochenendes zu. Latzko verteidigt die Pole Position und auch dahinter kaum Bewegung im Feld. Die erste Zieldurchfahrt. Latzko vor Hahn, dann Reinhardt und Halm, Kisch auf Platz 5 vor Körber, Janjek, Formann und Lenz. Thomas Robinho legt sich mit einem Penalty-Marker an. Der hat das Nachsehen und muss anschließend von den Streckenmarschalls ausgetauscht werden. Kaum Bewegung im Feld in den nächsten Runden. Die Plätze sind besetzt, Kämpfe ausnahmsweise einmal Mangelware. Erwin Klein, Nagelfort in Runde 5, auch an der Box. Renn aus für ihn. Auf einmal wird der Bugira Freightliner von Adam Latzko in Führung liegen langsamer. Hahn geht vorbei. Rauch steigt bei Latzko auf. Das Rennen ist beendet. Für Bugira kommt es noch schlimmer. Auch Jiří Formann ist draußen, steht im Kies. Jochen Hahn sieht also als erster die Zielflagge und verschafft sich viel Luft im Titelkampf. Bugira ist über das Limit hinausgegangen und am Ende haben sie wahrscheinlich zwei Motorendefekte. Ich habe gewonnen und stehe hier mit René und Steffi auf dem Podium. Bin sehr glücklich, etwas Abstand in der Tabelle zu haben. Zweimal Reinhardt Racing heißt es auf den weiteren Podiumsplätzen. René Reinhardt vor Steffi Halm. Reinhardt sammelt damit wichtige Punkte im Kampf um Platz 3.
Platz 4 geht an Norbert Kisch, 5. Position für Gerd Körber, 6. Anthony Janiek, Platz 7 und 8 und damit Startreihe 1 im letzten Rennen in Zolder für Sascha Lenz und André Kursin. Das letzte Rennen des Tages steht an. Für den Polmann André Kursin eine neue Rolle. Es ist meine erste Pole Position in einem Truckrennen. Es wird wirklich hart, da hinter mir sehr schwierige Gegner sind, die auch hart fahren. Ich glaube, dass im Rennen eine Menge Arbeit auf mich zukommt. Neben dem 24-jährigen Kursin ein weiterer Youngster, Sascha Lenz. Der hat schon etwas mehr Erfahrungen beim Start aus der ersten Reihe. In Reihe 3 Norbert Kisch und Steffi Halm. René Reinhardt sowie Jochen Hahn eine Reihe dahinter. Und ganz hinten im Grid Adam Latzko, der sich auf eine Aufholjagd vorbereitet. Ich werde dieses Rennen genießen, eine Menge Arbeit liegt vor mir. Der Start. Kursin kommt erst gut weg, doch Lenz zieht nach den Schaltvorgängen durch und setzt sich an die Spitze des Feldes. Gerd Körber bereits mit technischen Problemen in der Boxengasse. Hinten im Feld ist Latzko bereits an Vormann und Rodriguez vorbei und macht weiter Boden gut. Lenz weiter in Front, dahinter Janiek und Halm, die Kursin nach hinten durchgereicht haben. Latzko hinter Lohr. Es kommt zu einer leichten Berührung. In der Villeneuve-Schikane ein Verbremser von Janiek, der brutal im Heck von Lenz endet. Beide müssen durchs Kiesbett fahren. Janiek reiht sich wieder hinter Lenz und Halm auf Platz 3 ein. Nach der ersten Runde also folgende Reihenfolge. Lenz vor Halm und Janiek, dann Kisch und die Streithähne Hahn sowie Kursin, der sich wieder vor den Altmeister setzen kann. Hahn hängt hinter den Tankpool 24 Piloten fest. Und es lauert Gefahr in seinem Rücken. Latzko greift Reinhardt in der kleinen Schikane an, presst sich vorbei und ist nun hinter dem Tabellenführer. Lenz weiter in Front. Halm zweite und dann Janiek. Richtig eng geht es dahinter zu. Kursin und Kisch im Bruderduell. Hahn dahinter attackiert von Latzko. Der geht vorbei und bringt seinen Freightliner hinter dem Mercedes-Duo in Position. Kursin hat schon vor der kleinen Schikane das Nachsehen. Kisch kann dann nur kurz durchatmen. Das Truck fällt in der Villeneuve-Schikane. Kisch kommt gut durch, doch am Ausgang rutscht er in Richtung Rasen. Seine Lenkung funktioniert nicht mehr einwandfrei. Latzko freut sich über diese Einladung und holt sich so Platz 4. Kisch beendet das Rennen und steht kurze Zeit später in der Boxengasse. An der Spitze wird die Luft für Lenz immer dünner. Steffi Halm ist dicht herangekommen, versucht dem Abschleppunternehmer das Leben schwer zu machen. In der 5. Runde ist der von ganz hinten gestartete Latzko bereits auf Podiumskurs, lässt den Franzosen Janiek hinter sich. Vor den zahlreichen Fans in Zolder fährt Latzko eines der besten Rennen des Jahres und macht auch mit Steffi Halm kurzen Prozess. Platz 2. Eine Runde später. Latzko direkt dran an Lenz. Er bringt seinen Freightliner-Truck in die richtige Position, bremst spät und zieht innen am MAN vorbei. Führungswechsel. Latzko von ganz hinten auf 1 in weniger als 7 Runden. Und Hahn, der Meisterschaftsführende, liegt lange hinter Janiek fest. Erst in der 10. Runde überholt er den Lion-Truck-Piloten und ist damit auf Platz 4. In der gleichen Runde ist auch Sascha Lenz fällig. In der Villeneuve-Schikane setzt Hahn zum Überholen an und geht vorbei auf Platz 3. Hahn überholt in der letzten Runde noch Halm und ist damit Zweiter. Doch der Abstand zu Latzko ist zu groß. Die Zielflagge. Triumphaler Sieg des Tschechen Adam Latzko nach so viel Pech im 3. Rennen. Es war ein sehr interessantes Rennen. Ich startete von der letzten Position und kam als Erster ins Ziel. Ich habe das sehr genossen, da ich jede Runde versucht habe, jemanden zu überholen.
Wenn ich auf das Gesamtwochenende zurückschaue, war es nicht schlecht. Doch Jochen hat ein paar Punkte mehr als ich. 3 zufriedene Gesichter bei der letzten Sektdusche des Tages. Hier noch das Resultat von Rennen 4 in Soldern. Latzko vor Hahn und Halm. Dahinter Janiek auf Platz 4, Reinhard 5. und Lenz fällt noch auf Platz 6 zurück. Die Tabelle nach Lauf 7. Hahn hat 356 Punkte und baut seine Führung gegenüber Latzko auf 35 Zähler aus. Wechsel auf Position 3. Reinhard nun mit einem Punkt vor Kisch, eng dahinter Halm und Janiek. Die Truck-Europameisterschaft ist noch immer nicht entschieden. Die letzten Rennen in Jarama und Le Mans werden zeigen, wer dieses Jahr Meister wird. Noch viel Spannung für die Fans steht auf dem Programm.